schon ein schönes Teil. Wird gut. Wird gut. Und damit fangen wir doch mal an. So, Freunde, ich bin aus dem Urlaub zurück. Der ein oder andere hat es bei Facebook vielleicht gesehen oder bei Instagram. Deswegen wird das Video heute auch nochmal recht spontan. Was das heißt, habt ihr in der letzten Woche gesehen. Da hat der Fokus nicht gepasst und es gab auch keine schönen Aufnahmen. Der Fokus wird heute sitzen. Die schönen Aufnahmen muss ich mal gucken, wie viel Zeit ich finde. Das ist immer so eine Sache. An dieser Stelle kommentiert mal gerne, wie ihr dazu steht. Also ob ihr die schönen Aufnahmen wirklich gut findet, dann würde ich mir die Arbeit weiterhin machen. Ansonsten setzen wir uns halt nur hin und quatschen. So, aber jetzt zum Thema. Ich hatte ja letzte Woche auch schon angekündigt und eigentlich vorletzte auch schon, dass wir uns mal die Bagger von AT Collections angucken. Das wollen wir heute tun. Zusätzlich gibt es noch aus dem Thumbnail, hab das schon entnommen, einen kleinen Kettenlader. Und damit können wir eigentlich beginnen. Und ganz kurz könnte ich es machen und sagen, dass der Bagger tadellos ist, perfektes Modell. Tschüss. Wir machen es aber trotzdem ausführlicher. Wir gucken uns mal an, was er kann. Und zwar, erstmal ist es ein Volvo EC220 mit Ketten, seht ihr, und schwer zu erkennen. Und er kann die typischen Sachen. Also er kann sich drehen, 360 Grad auch endlos. Natürlich lässt sich der Arm so verstellen, wie ihr das kennt. Auch die Schaufel natürlich ganz vorne. Warte, sie war unten. Und das alles, und das ist, finde ich, nicht unwichtig, in einer sehr gut abgestimmten Schwierigkeit, sage ich mal. Also es gibt Modelle, da muss man schon ganz schön drücken, bis was passiert. Es gibt Modelle, die sind so eingestellt, dass es jetzt runterkippen würde. Und der hat ein super Mittelmaß gefunden. Also es lässt sich wirklich gut verstellen. Es hält trotzdem, auch wenn der Arm ganz lang ist. Und ich finde es richtig gut. Das zu der Funktion. Dann kann er die Tür öffnen. Das ist sehr fummelig, deswegen lassen wir es sein. Aber es geht. Und das müsste es gewesen sein. Die Schaufel lässt sich wechseln. Da gibt es das ein oder andere Zubehör. Es kommt im September auch ein Meißel raus, glaube ich. Ich blende es ein, dann wisst ihr, ob es ein Meißel ist. Und hundertprozentig sicher bin ich mir, es kommen im September ebenso breitere Ketten raus. Das finde ich eine neue und coole Idee. Ich weiß nicht, wie das bei Traktoren umzusetzen wäre, aber die Idee, dass man Sachen am Modell ändern kann, finde ich richtig gut. Im Prinzip hatte Viking die Idee ja mit Pflegereifen und Schneeketten und so. Also eigentlich gibt es die Idee auch schon. Finde ich eine schöne Sache, denn man kann für kleines Geld sein Modell ändern. Und das finde ich gut. Ansonsten ist das Modell super detailreich. Also wirklich ganz, ganz weit oben in der Liste. Wenn man es jetzt von Traktoren vergleicht, wäre das für mich Weiße Toys Niveau. Es ist hochdetailreich und alles Metall. Wenn ihr das Teil so seht, ist nicht Metall. Das Geländer, die Spiegel, die Rundumleuchte, die kleine Antenne. Und dann müsste ich schon suchen. Also und die Schläuche. Das heißt, es ist wirklich also unglaublich hochwertig. Und auch die Schläuche im Detailgrad richtig schön gemacht. Die Kabine. Alles tipptopp. Es ist wirklich ein wirklich grandioses Modell. Ich bin im Bagger-Thema nicht so drin. Das heißt, vielleicht findet der ein oder andere Bagger-Profi hier so ein paar Schwachstellen. Kann sein. Kommentiert gerne, falls ihr einer seid. Aber so für mich ist das ein grandioses Modell. Im Maßstab 1 zu 32. Das hatte ich noch nicht gesagt, denn das ist recht untypisch. Also Baumaschinen gibt es meistens 1 zu 50, glaube ich. Ich möchte aber nicht noch einen Maßstab aufnehmen, bevor ich nicht mehr Platz hier habe. Deswegen 1 zu 32. Und damit ihr einen Größenvergleich habt, weil ein Bagger hat nicht jeder von euch, ein John Deere
7310R von Viking. Und ihr seht, dass der Bagger gar nicht mal so riesig ist. Für manche von euch ist das vielleicht selbstverständlich. Ich war am Anfang ein bisschen überrascht. Allerdings gibt es zwei Gründe dafür in meinem Kopf. Der eine ist, es ist natürlich nicht der größte Bagger. Also es gibt im Original schon noch größere. Der 220er ist halt so ein Mittelding, würde ich sagen. Und dann, und das ist so bei mir eine Sache, ich vergesse ziemlich oft, wie groß Traktoren halt sind. Also das sind halt schon Riesendinger. Das fällt mir immer auf, wenn ich Fotos machen gehe und dann vor einem stehe, obwohl ich es schon tausendmal gemacht habe. Jedes Mal beeindruckend. Übrigens, die Radgewichte habe ich vergessen. Die gibt's dazu beim John Deere. Das heißt, er passt wunderschön ins Diorama. Ist jetzt auch kein Riesenbagger, der irgendwie auf dem Tagebau arbeitet. Macht also schon was her, wenn der ein oder andere eine kleine Baustelle auf dem Diorama hat. So, und damit wäre das zum Volvo gesagt. Er kostet 135 Euro. Das ist nicht wenig. Aber bei dem Detailgrad finde ich es okay. Ich hatte schon in anderen Videos gesagt, der Fendt Cargo Telelader, ich glaube es ist ein Telelader, von Universal Hobbies kostet genauso viel und ist nicht so detailreich. Deswegen, ich finde den Preis okay. Und etwas günstiger gäbe es ja noch den hier. Den Atlas 160W. Den wollte ich euch ja eigentlich zusammen mit dem zeigen. Allerdings lässt er sich äußerst bescheiden aus- und wieder einpacken. Vor allem letzteres. Und dazu ist halt die Sache die, dass all das, was ich zu dem hier erzählt habe, gilt auch für den. Also tolles Teil. Der hat halt noch so ein cooles Schild vorne dran zum Schieben. Ja. Und der ist günstiger, falls da jemand Interesse hat. So, und dann haben wir noch einen kleinen Neuzugang. Einen schönen kleinen Kettenlader von Kubota und Universal Hobbies. Ja, ich hatte gerade gesagt, dass ich keine neuen Maßstäbe aufnehmen will, sondern bei 1:32 bleibe. Das ist auch so. Allerdings ist der im Maßstab 1:24. Da habe ich einfach nicht drauf geachtet. Der wurde von meinem Großhändler angekündigt, dass er wieder auf Lager ist. Ich fand ihn richtig cool, habe ihn bestellt und als er kam, habe ich festgestellt, na hups, der ist ja 1:24. Das heißt, ich habe hier nur ein paar da und wenn sie weg sind, verschwindet der aus dem Shop. Trotzdem dachte ich, ich zeige ihn euch mal kurz, weil an sich finde ich den richtig cool. Der hat schöne Ketten, sind aus wirklich gut gemachtem Gummi. Hier ist auch alles Metall, also auch die Schaufel. Schaufel lässt sich abnehmen. Es legt aber nur die Schaufel bei. Und ja, also man kann nicht viel zu sagen. Also ich finde ihn ziemlich cool. Die Ketten drehen sich komischerweise nicht, obwohl so ein bisschen, also sie drehen sich so ein bisschen, aber nicht weiter als das, was ich hier andeute. Warum das so ist, habe ich noch nicht rausgefunden. Vielleicht sollen sie nicht laufen. Ich weiß es nicht. Und ja, trotz Maßstab 1:24 ist es halt aufgrund der Größe, also Originalgröße, trotzdem ein kleines Modell. Also, naja, für Sammler ist es nichts, weil, ja, wir wollen es ja genau haben. Da wäre er halt schon noch ein ordentliches Stückchen kleiner. Wer es vielleicht nicht ganz so genau nimmt, da passt er auch wunderschön auf den Hof. Oder halt mal auf den Schreibtisch, da stört der Maßstab nicht. Ich finde den ganz nett. Ich finde den ganz lustig. Von Universal Hobbies. Und tada. In erster Linie ging es mir um den Volvo und um AT Collection generell. Ich habe bisher nichts Schlechtes gehört. Ich habe bisher keine Reklamation. Das gilt für komplett AT Collection. Ist jetzt auch noch eine kleine Nischenmarke aktuell bei uns im Shop. Aber es ist ein gutes Zeichen.
Und wenn ich mir den Volvo so angucke, dann kann ich auch verstehen, warum das so ist. Ich hoffe, es bleibt so. Ich bin sehr gespannt, was noch so kommen wird. Also gerade der Atlas und der Volvo, die haben es mir halt schon extrem angetan. Es wäre richtig, richtig cool, wenn die noch mehr landwirtschaftliches Zeug rausbringen. Und dann bin ich sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Das soll es jetzt erstmal zu Baumaschinen gewesen sein. Zumindest erstmal. Es kommt nächste Woche vermutlich ein Modellupdate. Das habe ich zuletzt stark vernachlässigt. Und dann schaue ich gerade, wie wir weitermachen bei YouTube. Ich hatte es schon mal angedeutet, dass in den Videos hier natürlich viel Aufwand steckt. Auspacken, einpacken, die schönen Aufnahmen, die dieses Mal auch wieder recht kurz ausgefallen sind, weil ich gerade aus dem Urlaub zurück bin. Und es darf ja halt recht wenige gucken, was an sich überhaupt kein Problem ist, nur ich muss halt so ein bisschen Aufwand gegen den Nutzen rechnen. Und deswegen überlege ich gerade, wie wir weitermachen. Das Schöne ist, dass von euch das Feedback kommt, dass ihr es gut findet. Und es rufen auch, also eigentlich alle, die im Laden sind und auch oft am Telefon, bekomme ich gesagt, dass das eine coole Sache ist und ihr euch auch immer auf Freitag auf das Video freut. Das tut natürlich extrem gut. Das ist halt umso schwieriger jetzt zu überlegen, wie ich weitermache. Ich glaube schon, dass trotzdem regelmäßig Modellvideos kommen. Vielleicht auf eine andere Art und Weise oder vielleicht nur alle 2 Wochen. Vielleicht machen wir auch genauso weiter wie bisher. Vielleicht habt ihr Ideen, könnt ihr auch mal schreiben. Das nur mal als Vorankündigung, dass sich eventuell was ändern könnte. Nicht muss, könnte. Und in diesem Sinne soll es das gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt, ich vergesse ja hin und wieder was, dann schreibt los. Ansonsten bis nächste Woche. Ciao.